Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Terra Firmacraft, dem Hardcore-Modus, also Hardcore-Survival-Modus. Und neben mir ist die Anja, die schon fleißig das Stroh wegschlägt. Wir haben hier übernächtigt und eine weitere Nacht erfolgreich überstanden. Darf ich dir die Strohballen alle geben? Oder weil ja, ich bin recht gerne. Voll liegen dort in der Ecke. Ja. Schlag jetzt hier mal gleich. Eine Schneise. Mhm. Ich muss dann unbedingt wieder Bäume fällen. Ich habe nämlich dann kein Holz mehr für die nächste Nacht. Aber das hier einzeln wegzuschlagen, lohnt sich macht nämlich nicht gar viel nicht. Sinn, das ist richtig. Ich gebe dir hier mal noch. Mach da auch immer nur so ein bisschen. So, und weiter gen Süden. Willst du die Fackel mitnehmen? Weil, wie gesagt, ich habe. Ja. Ab ja full. Ja. Ich würde mir noch ein bisschen Seetang mitnehmen. Ja gut, ich habe jetzt 48. Haben ist besser als brauchen. Ja, das schnippst schon wieder sonst wohin. Ja, ich weiß nicht, wo das da ist. Hä? So, wie ihr seht, haben wir ordentlich gebrutzelt die Nacht. Der Fleisch am Start. Da sind Kühe von. Aber ich meine, das bringt uns jetzt erstmal nichts, weil... Ich esse Knoblauch, mein Gott. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie wieder was trinken können. Bevor wir jetzt hier weiter gen Süden gehen. Oder schau mal auf der Karte. Das ist ja zum Glück ganz gut. Ah, da kommt dann wieder. Dann gehen wir hier einfach durch. Okay. Wie gesagt, ich würde jetzt auch gerne erst noch mal einen Baum fällen. Ja. Dann mache ich das auch mal, aber ich bin halt so voll oder ich schmeiß die Schaufel schon mal weg. Ja, also ich habe noch ein bisschen Platz. Du kannst mir gerne noch irgendwas geben. Ja, ich hatte jetzt zwei Felder habe ich auch noch. Habe ich gerade deine Schaufel eingeschnorchelt. Oh. Okay. Dann muss ich mir hier ein bisschen du dann wieder haben willst. Nee, die ist sowieso schon so runter. So runtergewirtschaftet. Mhm. Ja, das ist nämlich halt auch so ein Problem. Den Kies will ich auch nicht haben. Dass man, ja, Inventar sehr voll ist. Später kann man sich dann auch Tongefäße machen, die man dann auch im Ofen oder in einem Feuer brennt, um Keramik zu machen. Oh, weiße Ulme. Mhm. I want to have a seat. I want to have a seat. Ich krieg nur Stöcke. Wow, das ist ja eine coole Formation. Das ist gleich mal ein Bildchen. Me a seat. So. Ja, ich hab ein Seat. Das ist ja gut. Ich habe jetzt zwei Stacks Holz. Oh, ich habe mehrere. Ja, dann nehme ich doch noch mal einen mit. Aber irgendwie sieht es immer noch aus, wir sind in High Heels. Als Biom High Heels Edge. High Heels. Wir sind in High Heels. Hills. Heels. wir sind also immer noch Richtung Süden gehen, um mal vielleicht ein anderes Biom zu treffen. Und die Nächte sind natürlich dann hier immer gefährlich nach wie vor. Ja, also vor allen Dingen in dem dichten Wald hier. Richtig, und deswegen möchte ich den ja schon mal gern hinter mir lassen und jetzt nicht... Ah, da ist was zu trinken. Oh. Genau, und das ist halt eben sehr wichtig, essentiell. So. Schlürfen Sie mal nicht so laut. Das hört man 3 Meilen. Oh, warte erstmal, bis ich ein Bäuerchen mache, dann aber. Hallo. Weiter gen Süden. Mhm. Und jetzt kannst nicht lassen, die Stöcke aufzusammeln, gell? Das ist schlimm. Ja, oh, jetzt habe ich hier Rhyolithbrocken. Konnte man mit Rhyolith was machen? Den Marmor werde ich auf jeden Fall aufheben und werde vielleicht die Dolomitbrocken dann benutzen. Ja, jetzt habe ich den natürlich schon wieder aufgesammelt, den ich nicht wollte. Ich hoffe... Oh. Ich benutze die ganze Zeit den Marmor, weil ich von dem so viel habe. Ja, hatte ich auch. Jetzt müssen wir hier ein bisschen an dem...
Warte mal, ein kurzes Bad nehmen. Wir müssen uns ein bisschen nach rechts halten. Ich hoffe, dass es aber weitergeht. Nicht, dass jetzt hier ein großes Meer kommt. Hin? Ja, ich bin schon im Wasser. Ich schwimme hier durch so eine Bucht. Wasser? Ich sehe gar kein Wasser. Oh, hier ist aber Roteisenerz. Oh, ich habe Getreide gefunden. Ich sehe dich noch auf der Map. Ja, ich sehe dich auch noch. 81. Ich... Ach, du bist da hinten lang. Hm. Ah, da. So, wieder ein Feld frei. Auch noch Roteisenerz? Ah, das geht aber hier weiter, sehr gut. Muss man mal schauen, ne? Man sieht jetzt hier schon, wie weit wir schon gelaufen sind. Und es ist immer noch das gleiche Biom. Also die sind sehr groß und deswegen möchte ich... Die erste hast du jetzt hier Nein. mit Absicht stehen gelassen. Ne? Ja, weil die nicht reif war. Ich kann aber den Seed mitnehmen, vielleicht doch. Oh. Naja, aber es... Das Inventar ist... Oh nein, Bär, schnell ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, spring ins Wasser. Komm ins Wasser. Hab ich mich jetzt verjagt, ey. Ins Wasser. Oh, der kommt hinterher. Wow, oh, der kommt hinterher. Der mir aber Gesundheit abgezogen. Hui. Mein Knoblauch ist alle. Oh ja, ich seh's, du hast nur 400 oder 500. 487 noch. Und da das ist was Grünes, das ist die Gesundheit Pflanziges. Regeneriert sich aber eben sehr langsam. Ui. Der noch hinter uns her? Nein, der Gut. ist nicht, der ist nur am Rande vom Wasser, also zum Glück. Da wissen wir jetzt auch, dass Weißkohl. Sehr gut. 96%. Das wird aber noch dauern. Ich nehme oh, den und Sieg Fasane. Uiuiui. Und mehr Weißkohl. Okay, dann nehme ich den auch mit. Voll. Vier Seeds. Oh, das war ein cool. fertiger. Ja? Wieso kann ich den jetzt nicht... Ach so. Fertiger Kohl. Ups. Gott, hat der Bär mich verjagt, ey. Ja, das könnten ja, ich war ja vorhin... Oh, da unten sind Fische. Vorhin, also in der letzten Folge auch erschrocken. Ja, also Ui. Können wir halt jetzt nicht... Nö, ist klar. Ich bin jetzt nämlich ganz voll. Oh, was? Besoffen am helllichten Tag. Ja. Und müsste dann nämlich immer was ablegen, um zu trinken. Ja. So geht's mir auch. Ah, hier lichtet sich's ja ein bisschen, aber es ist immer noch die... Jetzt steht aber schon, dass die Luft sich schön anfühlt. Genau. Das heißt nämlich, es ist nicht mehr ganz so kalt. Jetzt muss ich mal hier ein Seed kurz weglegen, damit ich... Where are you? Ich bin da. Mein Gott, bist du schon weit. Immer bist du geflogen oder was? Nein. Ich laufe halt schnell und springe und sammle zwischendurch. Und ja. Oh. Da sind auch wieder Schweine, aber... Und vielleicht kann man das in der Form mal erklären. Man sieht jetzt hier, wenn ich gucke, da steht, dass die noch nicht vertraut sind. Man sieht deren maximale Gesundheit. Man sieht auch, das ist jetzt hier das Schwein. Die, wie heißt die? Fee? Nee. Sau? Sau. Und wenn man sich mit Shiften hinkniet sozusagen, sieht man so ein Herzchen drüber. Richtig. Wenn, je mehr man mit dem Tier vertraut ist, umso mehr fühlt sich das Herzchen dann rot. Und genau. später gelb. Richtig. Aber man hat eben immer, egal ob das vorhin bei den Hirschen war, du hast immer ganz kleine Gruppen eben halt von einem männlichen Tier und einem weiblichen Tier, sei es jetzt halt Kühe oder Schweine oder Hirsche. Und ja, da muss man dann schauen, dass man, wenn man später irgendwo... War doch eben ein Hirsch oder sowas, ja, oder? Ich sehe da vorne aber hier irgendwas, das sieht aus wie Bohnen und hier sind auch Fasane. Ja, hier ist der Hirsch. Gelbe Paprika. 90% und ausgereift. Ich kann aber nichts mehr aufnehmen. Warte. Ich nehme die Erde jetzt weg. Ja, Erde kannst du doch generell wegwerfen. Ach so, ich habe ja aber auch überhaupt keinen Platz mehr. Jetzt habe ich sie schon wieder aufgenommen. So, jetzt habe ich den Paprika.
Hier ist noch. Kannst du mir noch deine Federn geben? Ja. Die liegen dort, wo der sieht. Genau, und dann kann ich vielleicht den noch. Oh, rausziehen. Das war die Erde. Die wollte ich nicht. Ah, hier ist aber. Oh, warte, hier ist noch Samen. Den kann ich jetzt auch mit aufnehmen. Ja, hier ist auch nochmal ausgereifter Paprika. Ja, ich nehme jetzt auch die anderen. Oh, das wird grüner Paprika. Das ist aber jetzt. Hier ist noch ein Samen. Ich würde den einen Paprika behalten als Essen. Moment. Du hast doch einen Feuerbohrer. Ja. Okay, dann schmeiße ich meinen nämlich weg, damit ich den grünen Paprika. Ah, die kosten doch eh nichts. Eben. Ich habe immer so viele Stöckchen. Aber wie gesagt, hier ist noch ein Samen, wo ich bin und ich kann ihn nicht aufnehmen. Ja, ich wollte die anderen nämlich noch mitnehmen hier. Oh, jetzt habe ich die Erde schon wieder. Das gibt's ja auch nicht. So. Und hier auch noch. Zum Glück kann man das halt so stacken. Es ist halt nicht viel, ne? Aber wenn der nämlich nicht reif ist, wird es grüner Paprika. Und bei reifen ist es eben hier jetzt die Sorte gelb gewesen. Aber so ja, haben wir. Hier. Wo bist du jetzt mit dem? Na, hier. Ah, okay. So. Tüpfe, ich springe, ich tue, was ich kann. Ah, und die Sterne sind schon wieder am Himmel. Es heißt, ich muss jetzt mal deine Schippe wegwerfen. Die 20 ist schon wieder, aber hier lichtet es sich doch ein bisschen. Plains. Wir sind in einem anderen Biom. Plains ist schön. Die Luft fühlt sich gut an. Oh, hier ist auch Lehm. Wenn wir irgendwo, genau, Lehm finden und ein Flüsschen. Hier sind weiße Pferde. Oh, ui. Und auch hier wieder ein weibliches Tier, eine Stute. Und ein tiefes Loch. Und, ja. Schauen wir mal, dass wir uns hier irgendwo wieder ein bisschen mal sicher irgendwo einbuddeln können. Ich weiß es nicht. Oder hier oben am besten. Hier hoch. Oh, das kann ich nicht aufnehmen. Das ist schon irgendwas anderes. Oh. Oh, was? Malachit. Ja, ich kann das nicht aufnehmen. Wenn ja, ich hab's aufgenommen, weil jetzt kann ich halt nichts trinken, solange ich nichts bei habe hier. Oh, hier liegt auch hast noch. Du? Ja, dann machen wir es hier oben einfach. Uns jetzt hier hinsetzen. Ich gucke jetzt einfach, dass ich hier mein Dings. Naja, dann verzichte ich auf den einen Glaschenstamm. Den könnten wir dann verbrennen. Hast du Erde oder irgend sowas, was man Nein, jetzt noch hinsetzen daneben kann? Daneben liegt Erde. Ja, ich kann aber eben aber ich kann sie ja auch nicht aufnehmen. Na, warte mal, dann mache ich es so. Ich mache jetzt die Erde und setze die hier hin. So. Oder so, ja. Und jetzt Holz. Du hast ja eh mehr Holz, dann opfere ich hier meins mal. Achtung. Und setze da schon. Oder nee, da eine Fackel hin. Mach das so. Mit Fenster hoch. So, dann kümmere ich mich ums Feuer. Ich muss hier hin. Wolltest du hinsetzen? Dann mache ich es hier vorne hin, oder? Nee, eigentlich wollte ich es da hinten. Ja. Achtung. Nein. Hast du es wieder aufgenommen? Ja, warte. Ich schmeiß. Mhm. So, und du hast den Feueranzünder. Mhm. Leihen dann erst. Sehr schön. Oh, da würde ich nämlich den Paprika reinsetzen. Man kann nämlich halt auch das Gemüse sozusagen ja eigentlich, na kochen ist es nicht, eher auch braten und dann hat man da auch Gemüse, was halt hell ist und jetzt wird erstmal warm. Ah, jetzt ist der Paprika. Gibt alle. Aber eben auch mehr Gesundheit, als wenn man es roh isst. Ja, ich habe halt und noch sättigt länger. Hühnchenfleisch.
Es gibt halt auch später noch andere Dinge, wie man Nahrung herstellen kann. Die kann man kombinieren und die sättigt länger. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Entschuldigung, so war das nicht geplant. Jetzt, sehr hell steht jetzt und bei hell nehme ich ihn dann, glaube ich, raus. Hell. Ja, bei hell macht Sinn. Richtig, so. Und jetzt mache ich den gelben aber auch gleich noch. Den Kohl würde ich dann auch noch machen und dir die Hälfte geben, wenn du dann noch Platz hast. Ja, mal schauen. Ich muss halt vor allen Dingen auch mein Fleisch brutzeln noch. Ach so, okay, na dann behalte ich es erstmal noch. Und ich habe ja kein Fleisch, also ich habe noch zwei Fleisch da, aber nichts zum Braten. Ja, ich habe ja die beiden Fasane da gemeuchelt. Ach, okay, die sind immer sehr winzig, also das ist wirklich nur ein Haps und... Richtig, 5,8 ja. Unze. Das ist ganz wenig. Zwei Tiere eben, da hast du einmal die Backen voll und weg ist. Ja, vorhin, das war auch nur ganz wenig. Da konnte ich nur dran riechen, so ungefähr, und da war es schon. Ja. Du hast es jetzt hier zugemacht, ich wollte es offen lassen. Nee. Ach so, ja, ich dachte halt, so, kannst du ja raushauen. Und den Heuballen hinschmeißen, dann schnorchel ich ihn ja auf. Oh, jetzt hatte ich gerade die Hand vorm Mund, ich hoffe, man hat mich trotzdem verstanden. Ja, doch. So. Oh, der ist noch heiß. So. Na komm. Ja, ich werde mir wieder eine neue Axt machen und die andere dann gleich mal wegwerfen. Kann ich die ja so rausschmeißen? Ja. Was du lachen, hä? Weil ich die Axt weggeworfen habe und die der Schwerkraft nach unten gesegelt ist. Das ist ja lustig. Aha. Ich werde das gleich auch hier machen. Oh, der Fasan ist durch. Vergiss es. Also wenn du noch was zu brennen hast, vielleicht... Ja, den Kohl. Geht's noch. Mhm. Dann warte, dann schmeiß ich nochmal einmal rein. Nun, ich mache mir auch schon mal noch eine Axt. Also ich meine, Weißkohl würde ich ja eher kochen, aber... Ja, es ist mal gebraten, was anderes. Immerhin doch kaum Dippenett. Aber man sieht jetzt links oben, dass nachts die Luft immer noch kalt ist. Das heißt, wir müssen immer noch südlicher. Also ich würde jetzt hier noch nicht bleiben wollen. Nee, obwohl es hier gerade relativ schön ist eigentlich, ne? Aber... Was sind gar nicht so viele Monster da gerade? Ja, das ist nämlich dann, also lass es mal Herbst werden und alles. Wir werden dann schwierig. Nee, um Gottes Willen, ich will auch gen Süden, keine Panik. Mhm. Der Titanic. So. Also ich habe an Gemüse neben Seetang auch Paprika und Weißkohl, wo ich dir was geben kann, wenn du dann... Ja, aber wie gesagt, momentan habe ich meinen Seetang und habe jetzt noch ein bisschen Hühnchen, denke ich, und dann habe ich ja noch zwei Sorten Fleisch. Schrei dann, falls mein Gemüse alle ist. Ich komme gleich wieder. Okay. Ich wollte nur mal gucken, aber es ist so dunkel. Es ist, lohnt sich halt nicht. Ach, das ist dein Messer, was da liegt, ja? Ja, ja. Für einen Screenshot lohnt sich's nicht. Und man sieht eben, das ist eine weitere Besonderheit, kann ich halt gleich mal zeigen. Man sieht hier nur die Umrisse. Ich kann es ja... Aber ja, man sieht nicht sehr viel und wenn nämlich Neumond ist, sieht man noch weniger, bei Vollmond etwas mehr. Also es ist wirklich absolute Dunkelheit und wir sind sehr froh, dass wir Fackeln haben und hier unser kleines, provisorisches Unterstand oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und leider müssen wir da halt irgendwie die Nacht abwarten. Wir können ja vielleicht, weiß ich nicht, kurz schnell machen, bis der neue Morgen kommt. Nee, ich wollte gerade sagen, wir können hier beenden, weil Ach so. Wir sind schon in der Richtung 20 Minuten. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal ein bisschen, ne? Also unsere 20-Minuten-Regel mal wieder. Richtig, genau. Dann machen wir so und jetzt kraut der neue Morgen. Aber wie der nächste Tag wird, das zeigen wir euch dann in der nächsten Episode, ne? Genau. Also bis dann. Dann tschüss. Tschüss.